Das Netz schert sich nicht um Nationalstaaten und nicht um ihre Grenzen. Davon sind nicht alle Regierungen begeistert. Autoritäre Regimes wie die in China, Bahrain, Saudi-Arabien oder im Iran haben bereits nationale Netze errichtet, deren Verkehr sie genau kontrollieren können und die nur an überwachten Datengrenzübergängen mit dem Internet verbunden sind. Aber auch jenseits totalitärer Strukturen gibt es digitale Separationsbestrebungen. Leise und unbemerkt entstehen Grenzbefestigungen im Netz. Also eigentlich ist es bisher so, dass der Datenverkehr technischen oder wirtschaftlichen Bedingungen folgt. Und jetzt versuchen die Staaten, die Datenpakete in ihren einzelnen Ländern zu lassen und damit auch ihren eigenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu unterordnen. Und jedes Land gibt sich selbst eigene Netzregeln. Großbritannien zum Beispiel. Auf der Insel sperren Internetprovider seit Anfang des Jahres alle Angebote, die sie für Pornografie halten. Wer nacktes Fleisch sehen will, muss seinen Anschluss dafür extra freischalten lassen. Netzaktivisten befürchten, unter der Fahne des Jugendschutzes könnten auch ganz andere Seiten gesperrt werden. Das ist ein sehr, sehr intransparentes Verfahren und man sieht die britische Regierung auch schon hier und da dabei, wie sie versucht, politische Meinung und politische Berichterstattung mit Hilfe dieser Sperren zu unterdrücken. Tatsächlich sperren die übereifrigen britischen Jugendschutzfilter schon jetzt immer wieder auch Sexualaufklärungswebsites oder Anlaufstellen für Opfer sexualisierter Gewalt. Auch Infoseiten zu häuslicher Gewalt geraten auf die Sperrlisten. Dessen ungeachtet, neben pornografischen sollen in Großbritannien in Zukunft auch sogenannte extremistische Inhalte gesperrt werden. Oder was man eben dafür hält. Großbritannien hat sich dort eine Sperrinfrastruktur aufgebaut, die für die Kontrolle der Bevölkerung und für die Informationsflüsse der Bevölkerung sehr, sehr heftig schon genutzt wird. Ein Auslöser für die neue digitale Kleinstaatlichkeit sind die Enthüllungen über die allgegenwärtigen Netzbespitzelungen durch amerikanische und andere Geheimdienste. Aus Verärgerung darüber will etwa die Regierung in Brasilien mit dem sogenannten Marco Civil da Internet ein Gesetz erlassen, das jeden, der über das Netz Informationen oder Dienste in Brasilien anbietet, dazu zwingt, das auf brasilianischen Webservern zu tun. Außerdem muss er einen gesetzlichen Vertreter im Land haben. Zusammengenommen käme das einer de facto Abschaffung des Internets in Brasilien gleich. In dem Moment, wo ich, egal aus welchen Gründen, ob es wegen dem Datenschutz ist, wegen der nationalen Sicherheit oder auch einfach ganz offen wegen der Kontrolle meiner Bürger hergehe und die Grenzen im Internet, nationale Grenzen errichte, mache ich das kaputt, was das Internet eigentlich ausmacht. Brasilianische Verhältnisse haben wir in Deutschland noch nicht. Aber auch hier haben Internetprovider und Politiker schon laut über eine Art Deutschnet nachgedacht. Deutsche Daten sollen nach diesem Plan nur noch über deutsche Leitungen, über deutsche Server und über deutsche Router fließen. Experten halten davon überhaupt nichts. In dem Moment, wo ich also ein Netz konstruieren will, das es nicht zulässt, dass internationaler Datenverkehr frei fließt, habe ich vielleicht so eine Art Deutschland-Intranet. Aber es ist einfach kein Internet mehr. Zumal diese Form des Netzseparatismus gegen Geheimdienstspionage wohl überhaupt nicht hilft. Im Gegenteil. Der Datenverkehr wird in einzelnen Landesknotenpunkten konzentriert. Und hier besteht schon die Gefahr, dass die Daten viel einfacher, viel schneller und in viel konzentrierter Form von den eigenen inländischen Sicherheitsbehörden überwacht und kontrolliert werden können. Derweil schreitet die Fragmentierung des Webs weiter voran. Pessimisten fürchten, die Zeit, in der jeder auf der Welt unter der gleichen Webadresse die gleiche Webseite zu sehen bekommt, könnte schon bald Geschichte sein.